Die Grasshoppers in Gelb zeigten in St. Gallen eine starke Startphase. Die Führung in der dritten Minute war die logische Folge. Veroljub Salatić durfte sich nach einem Eckball als Torschütze feiern lassen. Der Ausgleich für den FC St. Gallen fiel ebenfalls nach einer Standardsituation. Galapo gewann das Kopfballduell gegen Vajori und Lukas Schenkel traf in der 26. Minute zum 1:1. Kampf war Trumpf im Kellerduell. Die Grasshoppers waren in einer lange ausgeglichenen Partie insgesamt die etwas bessere Mannschaft. Toko traf in der 65. Minute zum 1:2. Das war die Entscheidung in diesem Spiel. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal hektisch. Der St. Galler Christian Nuschi wurde für ein Nachtreten vom Platz gestellt. Am GC-Sieg änderte sich nichts mehr. St. Gallen GC 1:2.